Ich heiße Geju Park, eine Malerin und ich komme aus Korea ursprünglich und dann durch Amerika, Schweiz, Deutschland, überall war ich. Also ich bin eine Weltbürgerin. War, habe ich Gedichte von Li Bai und Wang Wei gehört. Und es klang so gut, so schön und so gefühlvoll und spiritual. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt und das träge ich immer noch. Also das Gedicht von dieser Dichter mag ich immer noch heute. Li Bai ist sehr berühmter, bekannter, einer der bekanntesten Gedichte. Man hört einfach Namen und man liest ein paar Gedichte, jeden Fall von Kindheit, von Schulen. Und dieses Li Bai hat mich schon sehr, sehr, von meiner Kindheit her, ist sehr eindruckt und auch mich also bis jetzt geprägt. Schon winkt der Wein im goldenen Pokale, doch trinkt noch nicht, erst sing ich euch ein Lied. Das Lied vom Kummer soll auflachend in die Seele euch klingen. Wenn der Kummer naht, liegen wüst die Gärten der Seele, welkt hin und stirbt die Freude, der Gesang. Dunkel ist das Leben, ist der Tod. Ich denke, es ist so, weil ich in buddhistisch, vor allem taoistischen Kultur aufgewachsen bin. Man hat einfach Affinität zu diesen Gefühlen und Kultur. Taoismus, das ist einfach Individuum wieder zu finden, aber frei von dieser gesellschaftlichen Welt, sondern allein in anderen Welt. Das ist Natur. So. Das ist ein Druck zur Natur oder Leben mit Natur, Menschen ein Teil der Natur. Das sind alles so Ideen von, einfach gesagt, Taoismus. Also ich höre gerne Musik, aber ich habe Maler nicht entdeckt gehabt. Und erst in New York habe ich das Lied von der Erde gehört. Und ich war absolut beeindruckt. Und das hat mich auch sehr viel nachdenklich gemacht, wie Maler mit dieser, so viele Jahre später, genau gesagt 1100 Jahre später, dieser chinesische Gedicht, was in etwa im 8. Jahrhundert entstanden war, so gut umsetzen, gefühlvoll umsetzen konnte. Das beeindruckende Moment ist immer noch heute hängen geblieben. Und seit dann bin ich damit beschäftigt. Allererstes. Das Bild wird das. Für mich das zweifellos Kombination perfekte Kunstwerke von Ost und West. Und das ist eine ist Gedicht, eine ist Musik. Da fehlt natürlich Malerei. Und ich bin Malerin. Ich habe irgendwann gesagt, das male ich, diese Kombination, um zu komplettieren in meiner Art und Weise. Und dadurch entstand das Thema, das Lied von der Erde. Yeah.
die Inspirationen von anderen Dichter oder Musiker sind auch ein Mittel zu arbeiten, diesen Mittel anzufangen. Irgendwann ich verlasse diese Dinge und ich trete in meine eigene Welt. Und das passiert während Prozess. Und dann am Ende besteht ein Bild, was eigenes Leben hat. Und daher, wo man anfängt, wo man endet, das ist eine andere Welt wieder. Ja, also im Prinzip, das ist jetzt fertig. Irgendwo ist nicht fertig, nicht das komplett, also es ist so komplett, sondern so weit fertig, dass ich aufhören möchte. Mir trifft ganz letztes Stück, insbesondere sehr tief. Und das ist, wie gesagt, das ist einfach sehr trauriges, weil das Abschied heißt. Und was ist Abschied? Wir treffen irgendwann, wir abschieden uns von irgendwas oder von irgendjemand, von Leben überhaupt. Und dann, was ist Abschied? Was ist Leben? Was ist Tod? Und das ist einfach immer wieder gefragt. Es gibt keine Antwort. Kann man denken, das ist Tod? Also man kann sofort denken, Abschied heißt gehen oder gehen. Aber in diesem Abschied, in Mahlers Abschied oder so das chinesische Gedicht, Abschied ist nicht einfach so Abschnitt der Abschied, sondern irgendwie, das ist auch weitergehend, aber anders weitergehend. Und das, man muss einfach darüber nachdenken, das reflektiert man. Was ist denn das eigentlich? Ja, und das, deswegen, das Lied und diese Musik macht mich, trifft mich im Herzen emotional und auch macht mich immer wieder nachdenklich. Mir war auf dieser Welt das Glück nicht hold. Wohin ich gehe? Ich gehe, ich wandre in die Berge. Ich suche Ruhe für mein einsam Herz. Ich wandle nach der Heimat, meiner Stätte. Ich werde niemals in die Ferne schweifen. Still ist mein Herz und harret seiner Stunde. Das ist alle letzte Stück. Und dann, die Abschied hat zwei Teile. Einmal spielt mir, ja, beide sind in den Bergen. Eine wartet auf Freund vor dem Abschied. Andere ist der zweite Teil, ist gekommen und sie abschieden sich. Und er geht ins Ewigkeit und er wandert ins Natur und sagt, und das ist für Bedeutung, bedeutet für mich in seinem Fag ins Infinität, so ausläuft. Und ich habe dann mit Ideen, wie kann man Abschied malen. Ich habe angefangen sehr dunkel, es war mir zu dunkel, ich habe nur weiß angefangen, es war zu weiß, es war beides nicht. Ich habe Abschied 7-mal gemalt und alles in den Müll gelandet. Und jetzt, die sind geblieben, zweiteilig, also einmal Triptychon, einmal Diptychon. Ich habe viele Variationen gehabt. Anfang habe ich mit Schwarz gearbeitet, viel dunkler gearbeitet. Dann habe ich mit Weiß angefangen, weil ich nicht entscheiden konnte, wie kann man eben Abschied interpretieren. Und dann habe ich also mit mehr braune Mittelton gehabt, mit Ideen, das ist weder schwarz oder weiß. Mit allem war ich nicht zufrieden. Dann habe ich wieder ins Landschaftsmotiv wieder zurückgegangen. Und das ist einfach daraus entstanden, mehr Landschaft. Und ich habe bestimmte Gründe gehabt, warum ich so male. Aber ich lasse das Interpretation, wieder jemand das schaut. Und dann, das ist einfach der zweite Teil, was wir haben gesprochen, weiß. Weil das zweiteilig, eine ist Abschied, warten auf Freunde, nicht schwermutig. Und ja, das steht deutlich, also im Text her, so dunklere Landschaft ist. Und da, aber der zweite Teil ist unsicher. Das ist einfach, was, also wer ist sicher? Niemand ist sicher, so dann, ich lasse es so. Die Sonne scheint, die Männer, die Männer.
Ja, ich sitze da vor der Musik, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nichts mehr. Ich sitze da stundenlang eigentlich, Augen zu. Ich höre Musik und dann plötzlich stehe ich auf. Dann kann ich ein paar Bewegungen machen in meinen Bildern. Und dann kann wieder losgehen. Ja, das ist eine Situation, was ich sage eigentlich.